Hallo. Hallo, meine lieben Freunde. Wir haben gerade überhaupt nicht irgendeine Spielaufnahme, das nicht so gut gelaufen ist und das wir deswegen nicht hochladen. Na, ist nicht passiert. Auf keinen Fall. So was will man nicht tun. Wir gewinnen jedes Spiel. Deswegen ist ja bei der letzten Aufnahme da 8 gestanden und jetzt 9. Weil wir nicht gespielt haben in der Zwischenzeit. Ist logisch, oder? Natürlich. Was sonst? Hey, wie geht's euch so? Mir geht's wunderbar. Vielen Dank. Ihr habt die Zuschauer gefragt. Du bist gerade Zuschauer. Geil. Du bist mein Partner. Ja, aber jetzt pass das auf. Traurige. Ich habe für Jaina irgendwas freigeschaltet und zwar das Elite-Porträt und irgendwas anderes. Weil Jaina jetzt Level 15 ist. Das finde ich ziemlich cool. Aber wo ist es? Kannst du mir das sagen? Wo es ist? Schade. Ganz grundprinzipiell müsste es unter Sammlung. Ja. Porträt. Oh, Elite-Porträt Jaina, hallo! Ereignisse? Hab ich schon. Fortschritt. Alles schon am Start. Elite-Porträt Cassia. Ab wann kriegt man das Elite-Porträt? Mit Level 15. Oh. Dann habe ich also nur von Illidan und Li Ming das Elite-Porträt. Wahrscheinlich. Jetzt machen wir mal ready. Da. Mein Furion hat einen Kochtopf am Hirn, wenn er das Elite-Porträt freischaltet. Warum? Das weiß ich nicht so genau, das musst du Keltus Hart fragen. Keltus Hart. Warum musst du das Keltus Hart fragen? Weil nur. Hey, Keltus Hart, warum hat mein Furion einen Topf auf dem. Ich weiß es. Ich kenn mein Furion. Keine Ahnung, wer bist du? Lass mich in Ruhe. Was? Ja, jetzt haben wir gleich 10 von 10 Spiele. Was ist dann? Werden wir dann gerankt oder dann was? Kriegen wir einen Rank. Das ist hast ja du in etwa Diamant 5. Wahrscheinlich, weil wir gewinnen ja alle 10. Wir gewinnen immer. Wir sind nie verloren oder so. Ja, eben. Verlieren kennen wir gar nicht. Ich würde jetzt eigentlich einfach auf mein Profil gehen und dann so meine Win-Listen zeigen und irgendwie ganz, ganz schlecht drüber, so 100%. Einfach drüber photoshoppen oder so. Aber das Problem ist, ich kann sowas nicht. Deswegen lasse ich es einfach. So mit Paint. Ja. Ja, mit Paint. Aber ja, so. Mit Handyaufnahme so drauf und dann so ein Sticker draufkleben. So mit Snapchat. 100%. Snapchat. Der Sticker bleibt einfach da, während ich die Helm wechsle. 100%. Alle. Noch nie verloren. Wir wissen nicht, wie das ist, wie es sich los anfühlt. Was ist verlieren? Ich hab das Wort noch nie gehört. Ja. Ich spiel wieder Jaina. Aber diesmal mit Wasserelementar. Ganz egal, ob ihr jetzt gemobbt wird von der ganzen Gruppe oder nicht, aber der Ring des Frosts ist einfach nicht geil. Sag ich dir ganz ehrlich. Na, Alter, spiel mit Wasserelementar. Wasserelementar ist viel geiler. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ja, vor allem. Der slowt halt einfach die ganze Zeit Gegner. Echt jetzt, der slowt? Ja, das zählt mir als Questschaden. Das ist halt schon ziemlich geil. Vor allem, ich kann ihn einfach überall hin kommandieren. Ich finde den mega geil. Okay, wir haben einen Varian gebannt, wir haben einen Anduin gebannt. Das ist schon mal gut. Also Vater und Sohn einmal gebannt. Schau da mal. Ganze Friedenfamilie. Wir haben 4 Assassinen bis jetzt im Team. Ja, wenn das so ist. Ah fuck, Anduin ist gebannt. Ja, nicht so geil. Ja, willst du einen Tank spielen? Dann könnt ihr einen Heiler spielen, dann spiel ich Lucio. Ich spiele Diablo. Was, dann spiel ich Lucio? Na, warte, dann was spiel ich dann? Was ist mein Tank? Na. Ist besser als nix. Nein, spiel ich nicht. Jetzt einfach mal so sagen. Ich spiel Diablo. Diablo, Diablo. Oh, Sonja Muratin, wer Armel gibt halt Lucio noch. Ah, Babas Kind. Alter, das ist echt ein geiles Kind, den du da hast. Ich mag ins Kind von Lucio, denn ich hab aber ganz gern. Ja, der schaut auch fett aus. Ja, man, du siehst das leider nicht, aber kann man mir ein Video jetzt einfach mal ein bisschen anschauen, was man sonst für Kind hat.
Das ist ja schon richtig geil. Jawohl. Ja, Whiteman ist solide. Ich hab gesagt, er soll bannen, deswegen. Wenn schon Anduin, dann können wir gleich Whiteman und dann. Ja, Frage an die. Und zwar, was meine Stufe 20er Talent angeht. Ich nehme auf Level 10 mittlerweile nicht mehr Soundbarriere, auch wenn Soundbarriere richtig Hammer ist. Vor allem auf Stufe 20. Aber ich werde auf High Five gehen. Es ist neu, seit Lucy überarbeitet worden ist. Und zwar ist es so, jeder Verbündete zur Abklingzeit und 250 Leben regenerieren. Für Abklingzeit von 15 Sekunden ist das ziemlich cool. Und auf Stufe 20 entweder Hausparty, nahe Verbündete erhöhen die Heilung. Erhöht die Heilung für jeden von Crossfade betroffenen Verbündeten um 8%. Ist okay. Oder Hand wegziehen. Ich kann Gegnern Schaden zufügen, was für einen Heiler jetzt nicht so gut klingt, aber erhöht die Dauer von Aufdrehen um 1 Sekunde. Und das ist verdammt viel, weil Aufdrehen normalerweise eine Dauer von 3 Sekunden hat. Und ob jetzt 4 oder 3 Sekunden macht schon einen großen Unterschied. Ja, eigentlich schon. Ist schwierig, was soll ich da jetzt sagen? Okay, danke, ich nehme einfach Hand wegziehen, weil ich es ziemlich cool finde. Dann nehme ich. Erstens, ich habe einfach für jeden Charakter außer mich selber in dem Spiel abkriegt, Zeit entweder um Schaden zuzufügen oder um zu heilen. Was grundsätzlich einfach schon mal ziemlich cool ist. Und meine stärkste Fähigkeit kriegt eine Sekunde mehr. Nice. Hat nur Vorteile. Tabia, Frage an die. Bitte. Mein Level 4 Talent. Ist es intelligenter mit Auto-Hits zu heilen? Oder intelligenter meinen Schattenstoß, der was mir eh schon heilt, zu verstärken, dass er mehr heilt? Ich bin gerade überhaupt nicht am Weg nachzulesen, was sie direkt, also was sie genau machen. Der Schattenstoß ist das mit den vielen Flammen, oder? Na, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Also ich mag sehr, sehr gerne den Firestorm-Bild. Also, der erste Skill ist auf jeden Fall klar. Aber beim zweiten. Der erste Skill ist der ganz erste oben. Zählen ins Feuer. Also entweder das zweite. Oder ein Lebensentzug, passiv. Ist das dritte? Ja, entweder das dritte oder das zweite. Ja, aber ich kenne das dritte einfach nicht so genau. Ist das schwierig. Wie gesagt, grundsätzlich ich mag das Feuerding sehr gern, weil Diablo sich damit massiv steilen kann. Ja, dann nehme ich das. Und das macht an Charakter wie Diablo einfach nur mal heftiger. Achso, ich kann das nicht aufdrehen. Fuck you. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Nein! Sorry, fuck! Oh, du warst ein bisschen zu schnell für meine Abklingzeit down. Ach, da ist ja das Hammer da oben. Okay. Ja, wir haben gerade viel Schaden gekriegt von alle Seiten. Es war jetzt Fail. Du brauchst irgendwer, dass wir in einem Team sind, dann schreib ich MP. Einfach damit du nicht schlecht fühlst. Ach. Okay. Da ist ja niemand. Aber wir müssen im Grunde nur durchhalten, weil solange Rexer oben pusht, kriegen wir XP. Aber unten pusht gegen Ming, gegen Gul'dan. Oh mein Gott. Lucy ist am Anfang echt nicht stark, muss ich sagen. Später wäre er ziemlich gut, aber am Anfang, naja. Ach, fuck you. Hier mal eine wichtige Lebensfrage für die. Ja. Bitte? Halt von Lakritze. Ich hasse Lakritze. Lakritze ist schrecklich. Ich habe jetzt mal wieder gedacht, okay, jetzt bin ich erwachsen, jetzt mag ich es vielleicht. Nein, ja, es ist ekelhaft. Richtig widerlich. Es ist widerlich. Richtig geiles Zitroneneis, das ist richtig gut. Das ist so auf der Kitschstäbe.
Und das Eis ist richtig geil. Richtig geil. Das ist der beste Zitroneneis, das es gibt, meiner Ansicht nach. Aber die Lakritze macht es dann wieder richtig mies. Weil irgendwie will ich es nicht wegschmeißen, weil ich mir denke, ich habe was zu essen und ich will es nicht wegschmeißen. Aber im Endeffekt, Lakritze ist richtig widerlich. Das ist ja schrecklich. Wie kann man denn ein Eis so verhunzen? Fucking Stukov. Stukov. Den mag ich auch nicht. Stukov ist halt ist eigentlich ein relativ starker Heiler. Ja, yo. Wir sollten schauen, ob wir dann zum Gebiet können. Ja. Starten wir gleich mal runter. Ich muss schauen, dass die noch ein bisschen Leben dazu hauen kann, bis wir da unten sind, beziehungsweise bis der Tribut da ist. So, machen wir das. Das werden wir jetzt einfach machen. Ah, wir haben einen Guldan. Voll. Nur ein Guldan. Der gegen Liming gekämpft da unten gerade die ganze Zeit. Okay. Das sind mehr Leute als erwartet, muss ich sagen. Oh Gott! Oh mein Gott, ich muss los. Alter, ich muss los. Danke, Team! Danke, Guldan. Danke, Valla, würde ich sagen. Was ist mit Valla? Valla ist top. Valla ist jetzt Mitte. Wir werden es garantiert sicher nicht wieder so machen, dass wir, wenn wir verlieren, das Video nicht hochladen. Das haben wir noch nie gemacht. Nein. Valla the fuck. Also. Just one thing, ich hab vergessen. Ja, ja, ich hab erst gerade erfahren, dass wir einen Guldan im Team haben, also. Von dem her. Muss los. Ich weiß nicht genau, soll ich das Killerbild nehmen oder Boombox? Aber ich glaube, ich nehme die Boombox. Erhöht meine Heilung. Ich muss einmal auf alle Fälle ein paar Seelen sammeln. Ich muss einmal mein Leben pushen. Ja. Oh, unten, Tribut. Oh Gott, runter. Ja, gut, dann holt den. Ja, wir sollten ihn trotzdem unterstützen. Ja, ja, wir sind schon da. Gut gemacht. Okay, das war jetzt vielleicht unnötig, aber. Sonst hatet er uns. Lieber, wir gehen auch mal unnötig runter, als wir verpasst es auch mal, weil wir oben sind. Oh, oh. Boombox. Bam. Okay. Hast du eigentlich mitgekriegt, was denn, bist du viel auf Twitter unterwegs? Wahrscheinlich gar nicht, gell? Ich hab nicht einmal Twitter. Hauke Gerdes hat gepostet, dass ein Spiel kommt zu Mauriken Manor. Was, ein Spiel? Ein Videospiel. Was, von Rocket Beans TV? Ja. Also von denen selber? Ja, mit dem Entwicklerstudio zusammen, mit dem Indie-Entwickler. Heftig. Aber sie sind natürlich maßgeblich daran beteiligt. Natürlich. Piu, piu, piu. Oh fuck. Diesen Helden dort sollten wir als nächstes übrigens wieder. Wir verlieren gerade eventuell. Ah, was müsstest du eigentlich dazu kämen, dass du ein Tank spielst und ihr ein Heiler? Ja. Ihr Tank als Primärrolle. Wieso spielt niemand die Rolle, die er angibt? Wenn man uns den Boss geholt gerade. Wie ist denn das passiert? Ja, das hat gerade. Wer ist das überhaupt? Rexa hat den gerade geholt, allein. Oh fuck, ihr habt voll den Lag. Oh, jetzt. Oh mein Gott. Wollen wir sehen, wer mir dieses Mal genügend Trieb. Komm, ETC. Alter, what the hell? Rex hat den gerade solo geholt, was? Ja. What the fuck? Da
OP-Rexer, würde ich mal behaupten. Ja, auf alle Fälle. Muss mal kurz schauen, was killt denn der so? Ich glaube, das killt in Zukunft auch. Okay, deswegen. Ein Herz für Tiere hat er geskillt. Tja. Ein Herz für Tiere macht Rex halt echt stark, solange er nicht stirbt. Sobald er stirbt, ist das ganze Talent aber vom Arsch. Boah, Leute! Jetzt haben wir gerade alle viel zu wenig Leben. Oh mein Gott! Ja, nice. Worum geht's eigentlich? Gib mal ein bisschen Leben, Bruder. Bin dabei. Lasst uns ein paar. Ha, jetzt hab ich High Five. Nice. Der hat über jedem so ein kleines Schild. Zollt mir Tribut oder stellt euch meinem Fluch. Jetzt habe ich Rexer gegeben, aus irgendwas gründen. Lauf! What? Lauf, du hast kein Leben mehr. Oh. Sei Dank. Für alle, die sich wundern, man trinkt übrigens in den Aufnahmen. Das ist der Grund, warum ich das mache. Nice. Meine Gunst errungen, Helden, mögen eure Gegner meinen Zorn spüren. Ah, fuck, ich hab gedacht, die erwischen noch. So, ich bin zu meinem Weg zu euch. Ist gebombt! Zeit für ein bisschen Entspannung. Ein schwerer Schlag. Was ein Scheiß. Bitte sag, das ist der prozentuale Heal. Na. Oh, was ist mit? Nein, Misha! Jetzt geht's ab! High five! Gib mir das ein Heal, eine Clownin, oder wie? Das ist ein Heal, ja. Nice. An 416 Leben. Der Fluch sei aufgehoben. Das ist eigentlich relativ gute Ultimate für 15 Sekunden Cooldown. Gibt schlechteres. Und vor allem jeder Held hat einen eigenen Cooldown. Das ist sehr gut. Ja, ihr habt selber keinen Cooldown drauf. Und du wärst kurz unaufhaltbar. Eine Sekunde lang. Jetzt gibt's was auf die Ohren! Ich misch sie auf! Tribute to. Wo ist Tribute da oben? To what? Oh, Rexer! Lass mir die heilen! Oh shit, Rexer. Okay, gut noch. Rexer rennt einfach voll mit. Mit der Flamme, um maximalen Damage das ist rauszuholen. Du tun kannst. Er will den maximalen Damage kassieren. Ich finde das ist der SM-Rexer wieder mal. Mhm. Der steht auf Schaden. Ja, vor allem er hat seinen Bär dabei, Misha. Der steht vor allem, wenn der stirbt, ist überhaupt nicht sein kompletter Charakter im Arsch. Spoiler, doch ist er. Warum? Was ist denn los? Dem-Talent, ein Herz für Tiere. Solange Rexer am Leben bleibt, werden Rexers und Mishas maximalen Lebenspunkte pro Sekunde um 2 erhöht. Dieser Bonus geht bei Rexers Tod verloren.
Rexha kann massiv viel Leben aufbauen, mehr als Diablo. Aber sobald Rexha einmal stirbt, ist das alles verloren. Ja, Misha da eigentlich auch die Zeit für meine Ultimate. What? Wo ist denn der Alorn grad? Zu viert. Ja. Rexha, geh doch zurück! Oh mein Gott! Deine Fähigkeit, vergiss die nicht! Bruder, du stirbst fast. Nice! Ja, nice! Hauptsache, Ragnaros hat gerade maximal Lost seine Fähigkeit eingesetzt, weil oben ist der Boss und er haut's unten auf die Botlane. Ja. Aber es soll ja nicht... Ja, hol mal einen anderen Boss. Ja? Machen wir's so. Shit, ich sollte nicht tanken. Ja, der Boss ist halt auch tot. Der richtig tot. Ja. Oh, das ist der Wahnsinn! Diesen Nein! Sollten wir als nächstes vernichten. Das ist nicht gut. Draufgangen. Ja, töte ihn! Jawohl! Wenn der Heiler down ist und man Li Ming überlebt ohne Heiler nicht lang im 1 gegen 1. Haha, komplett überhaupt nicht. Bist du tot? Ja, Mann. Scheiße. Ja, ich bin tot leider. Ich bin leider relativ fokussiert worden und dann voll durch die Gegner gelaufen und ja. Hat nicht gut funktioniert. Brauch ich dann mal. Ich hat Li Ming wieder mal. Versuchen wir es gleich nochmal. Interessant. Finde ich komisch. Ja. Oh Leute, ihr sterbt hier alle fast. Dafür seid wohl ihr verantwortlich. So, schon viel besser. Das ist echt geil mit der Fähigkeit. Alter, Rexha. Ja, aber ich habe jetzt auch mein Stufe 16er Talent und das ist halt saustark. Na. Oh Gott, ich will die retten. Das wird amtlich. Er hat mich gerade selber gerettet. Ja, aber ich muss sofort nochmal ein bisschen mehr. Gut so. Ich hab gerade Rexha gerettet. Relativ wichtig, weil Rexha, wenn er stirbt, ist das als Fakt wieder. Fakt jetzt nicht unbedingt, aber. Ja. Er hat halt einen massiven Verlust. Ich mag Diablo. Ich mag Lucius sehr gerne tatsächlich. Lucius ist echt cool. Kombi aus den zwei ist ziemlich geil. Du warst so ein bisschen restriktiv eingestellt gegenüber Lucio, weil er nur so kleine Bewege halt gut geht. Ja, aber wenn du da so einen Heal auch noch raushauen kannst, dann ist das aber in Ordnung eigentlich. Lucio ist voll okay. Ich finde Lucio so voll solider Heiler. Er haut halt konstant Heal aus. Und vor allem ab Stufe 16% passiert der Heal, Alter, what the fuck. 2,5% pro Sekunde, wenn ich Aufdrehen verwende. Ja, das ist schon gut.
Einfach nur eingenommen. Ja, wir ficken die Kostüme. High Five kann Gegner schon abschließen. Falsch mal. Chichi. Ja, schon. Und wie viel besser war er als Dukov? Ich hab 100k, er hat 44k. Selbstverständlich. Schau mal, wie viel Damage ich gefressen habe. Er hat 44k, Dex hat 24, er hat 29k. Cool dann. Halt, der ETC hat hier gar nichts gekriegt. Gul'dan war tatsächlich ganz gut. Ja, Gul'dan ist gut. Boah, ein insgesamt gutes Team. Ich meine, Walla hat ein bisschen verschissen, gerade am Anfang. Gul'dan war gut, Rexa war Wahnsinn. Rexa war absoluter Hammer. Mann. Alter, Solo-Boss machen, what? Ja, aber das mit Level 9 oder mit Level so. Level 5 oder so. Ja, oder, ja, nur weniger, eben. Auf jeden Fall unter 10. Wir sind Silber eingestuft worden, Digga. Nice. Ich bin Bronze 5. In Silber 2. Wieso? Wir haben durchgehend zusammen gespielt. Gute Frage. Das ist komisch. Aber mir soll's recht sein. Wir können nur zusammen spielen, glaube ich. Ja, Mann, wir sind im Team, oder? Ja, wir sind durchgehend im Team. Also Leute, du bist Silber 2, ich bin Bronze 5, Alter, what the fuck? Das ist doch das Schlechteste, oder? Ich glaube Bronze 1 ist das Schlechteste. Schon? Ist das nicht? Geht's nicht umgekehrt? Ja. Nein, ich glaube zwischen uns liegt Silber 1. Okay. Ja, würde auch mehr Sinn machen. Auf alle Fälle. Das wäre seltsam, wenn ich ganz, ganz unten eingestuft wäre und du fast auf Gold. Das ist richtig. Aber überleg da mal, wie viel da zwischen uns liegen würde. Ja, schon. Wie viele Punkte hast du? 402 Rangpunkte. 402 durch 275. Ich glaube, das geht nur auf den Rank, oder? Ja. Egal. Jedenfalls, war ein geiles Game. Vielen Dank, es war sehr viel witzig. Ja, es war äußerst geil. Wenn ihr sehr viel Dislike, dann sehr viel neue Video. Ja. Deswegen sehr viel Dislike und sehr viel Video schauen. Wir sehen uns. Sehr viel gute Nacht. Gute Nacht, Leute.